Top 5 Arten von YouTubern. Beginnt jetzt. Der YouTuber, der anderen YouTuber erklärt, wie YouTube funktioniert. Habt ihr einen tollen YouTube-Kanal und denkt, der hat viel zu wenig Abonnenten, viel zu wenig Aufrufe und niemandem fällt er auf? Tja, ich zeige euch jetzt, wie ihr es in die Trends schafft und 100 Abos pro Tag macht. Dazu müsst ihr auf jeden Fall zuerst meinen Kanal abonnieren, alle meine Videos liken und einen Kommentar schreiben, wie es bei euch geklappt hat. Tja, um berühmt zu werden, müsst ihr ganz einfach hier unten auf die Trends gehen. Ja. Dann klickt ihr auf irgendein Video. Nehmen wir mal beispielsweise hier das Video von Julian Bam. Ihr werdet es euch wahrscheinlich eh nicht angucken, denn ihr wollt ja nur nach unten in die Kommentarsektion reingehen und dort dann einen Kommentar schreiben. Ja, was für ein Kommentar? Ganz klar. Pass auf. Und ja, da seht ihr auch schon, das ist der Kommentar, den ihr schreiben müsst. Hier an dieser Stelle, ich kenne den und den persönlich, müsst ihr den Namen des YouTubers einfügen. Ja, klar. Das ist natürlich klar. Deswegen, danach müsst ihr, natürlich, ihr müsst erstmal alles mit Handy-Tastatur schreiben und dann schickt ihr das ab. Und dann seid ihr innerhalb von 3 Minuten habt ihr schon einen Abonnenten geschafft. Und so geht das dann weiter. Da, dass ich die Abonnenten schon geschafft habe, werde ich diesen Kommentar löschen. Der Fortnite Pro nicht. Hallo, ich habe heute mitbekommen, es gibt jetzt auch Fortnite für mein Nintendo. Da habe ich gedacht, ich kann ja auch gleich mal Fortnite auf meiner Nintendo spielen. Ja, ich würde sagen, dann fangen wir auch gleich an mit der Runde. Boah, wie funktioniert denn das hier? Wo muss ich hinspringen? Wie viel fälle ich einfach? Und was ist denn jetzt hier los? Warum falle ich da einfach runter? Was ist denn hier passiert? Oh mein Gott, wie funktioniert die Steuerung? Ich habe keine Ahnung. Jetzt falle ich einfach hier runter und kann nichts tun. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Was ist das? Ist das eine Waffe? Aufheben. Oh nein, Waffengewalt in dem Spiel, das ist ja schrecklich. Ich dachte, das ist ein kleines, süßes Kinderspiel. Na egal, dann spielen wir auch gleich mal weiter. Das kann man abbauen. Cool. Nur bauen wir. Was kann man jetzt damit machen? Kann man das öffnen? Ja, das kann man öffnen. Und da liegt ja noch was. Oh, noch so eine Waffe. Es ist ja schrecklich hier, diese Waffengewalt in dem Spiel. So, das machen wir dann auch kaputt, denn wir sind ja richtige Gangster. Ja, wir sind richtige Gangster. Alter. So, ach, so kann man bauen. Aber wieso ist das rot? Wieso kann ich das nicht platzieren? Ja, doch. Ach, so geht das. Jetzt habe ich das verstanden. Hey, komm mal her. Oh, Entschuldigung, da hat meine Mutter gerade gerufen, da muss ich mal kurz weg. Ich bin gleich wieder da. Der Lifehack-YouTuber. Hallo, ich bin euer Lifehacker. Und heute zeige ich euch, wie ihr ganz leicht euren Fernseher anmachen könnt, ohne euch zu bewegen. Dazu braucht ihr eigentlich nur das hier. Einen Fächer. Den klappt ihr dann so hier zusammen. Ja, und dann wird's ganz leicht. Dann nehmt ihr einfach hier die Fernbedienung und mit eurem langen Fächer geht ihr dann dahin und drückt hier auf diesen Knopf. Ja, hier oben könnt ihr dann den Knopf anschalten. Und da haben wir es. Der Fernseher ist an. Ja, das war's wieder mit dem Lifehack-Video für heute. Ja, ich würde sagen, wenn ihr wollt, könnt ihr das Video liken. Abonniert mich auf jeden Fall. Abonniert auch alle meine 102 Kanäle. Ja, ich habe 100 Kanäle und die heißen alle 2 Kanäle. Ist doch logisch. Guckt meine anderen Lifehacks-Videos an, die alle voll sinnvoll sind und euch im Leben weiterhelfen. Und ich würde sagen, tschüss. Der fette Nerd, der sein ganzes Leben lang zu Hause sitzt und nichts anderes zu tun, als Altherien zu schreiben. Ich habe vor 3 Stunden mal wieder Super Mario Bros. 3 gespielt und dann das dort entdeckt. Frage in diesem Video ist, wer ist J-Man the German? Ich. Peace!
Pixel, Retro Game des Monats. Schreibt es in die Kommentare. Abo. Retro. Switch. Link in der Kommentarbeschreibung. Retro Game des Monats. Animation. Minecraft. Mega.